So, hier sind wir wieder an der gleichen Stelle, wo wir auch aufgehört haben. Und wir werden jetzt erstmal zur Uni fahren. Beziehungsweise zur Bibliothek. Altehrwürdige Mauern der alten Universitätsbibliothek. So, hier vorne können wir nichts machen, also können wir gleich reingehen. Hier sieht es mal ein bisschen freundlicher aus, ne? Was ist hier? So ein oller Wischmopp, der hier rumliegt. Tür zum Mikrofilmsaal. Na gut, viele Möglichkeiten bleiben mir hier auch letztendlich nicht. So. Mikrofilmschrank. Was für Filme sind da drin? Außerdem bin ich hergekommen, um ein Buch zu finden und keine Mikrofilme. Ja, das ist schön. Ach, Moment, hier geht's in den Lesesaal. Okay. Gespannt, was die Bibliothekarin dort an ihr Auge hält. Guten Tag. Eher guten Abend. Haben Sie einen Ausweis oder Studentenausweis? Ich habe nur diesen Ausweis. Also werden wir jetzt vom FBI überprüft. Ich möchte mir alte Jahrgangsbücher aus den Jahren 1982 bis 86 und auch Studentenzeitungen und Broschüren anschauen. Heute noch? Ich glaube nicht, dass Sie heute mehr schaffen werden, als die Bibliografie zusammenzustellen. Mhm. Fangen wir dort an, wo die Namen der Studenten dieser Jahrgänge verzeichnet sind. Also mit den Jahrgangsbüchern. Wissen Sie was? Was denn? Ich muss gleich den Lesesaal schließen. Ich bin alleine hier. Das verstehe ich, aber ich führe eine Ermittlung. Tja, ich habe dieses Aber erwartet, junge Dame. Ich werde Ihnen trotzdem helfen. Ja? Ja, was habe ich gesagt? Ich bin alleine hier. Ja, das habe ich bemerkt. Ich habe in dieser Bibliothek 30 Jahre gearbeitet. Vor 5 Jahren bin ich in Pension gegangen. Und hat vergessen, nach Hause zu gehen, oder was? Ich vertrete meine Nichte. Sie ist auf einem Bibliothekarenkongress in Europa. Es bleibt also in der Familie. Okay. Ja, eine Nachfolgerin herangezogen. Gratuliere. Was die Jahrgangsbücher angeht... Ja, darüber wollte ich sprechen. Die Universitätsleitung liebt Statistiken. Papierkram? Das alles muss ich erledigen, bevor ich nach Hause gehe. Ich kann nicht mal vom Schreibtisch aufstehen. Könnten Sie selbst nach den Büchern schauen? Im Bücherregal. Und bringen Sie sie hierher, damit ich sie den Statistiken hinzufügen kann. Ja. Okay. So. Das sind aber nur hier diese Regal, also dieses Regal hier. So. Die anderen kann ich nicht anwählen, so wie es aussieht. Oder noch nicht zumindest. Aber auch das ist schon groß genug. Das Jahrbuch der... New York University, Jahrgang 86. Das Opfer war doch 86er Jahrgang, oder nicht? Ach, so, ist sowieso nur das eine hier anzuwählen. Ich hoffe, dass die Bibliothekarin mir helfen wird. Na gut. Hier sind die Jahrgangsbücher. Wonach suchen Sie eigentlich? Nach Informationen über ein paar Menschen, die hier studiert haben. Namen? Joel Tatum, Andrew Hake, Henry Fairbanks, John Rudolph, Mark Chestem. Langsam. Jahrgang 1986. Fangen wir mit Tatum an. Schauen Sie, hier.
Seite 226. Rudolf, wo sind denn die anderen alle? Alle Einträge verweisen auf diese Seite. Schauen wir sie uns doch mal an. Ich danke Ihnen. Aber diese Seite ist nicht mehr da. Jemand hat sie herausgerissen. Wie denn? Mit jedem Jahrgang werden die jungen Leute immer schlimmer. Aber ich werde ihn schon erwischen. Mist. Gibt es Kopien? Mikrofilme? Mikrofilme. Ja, obwohl die neueren Sachen jetzt eingescannt werden. Können Sie sie mir zeigen? Nicht heute, Schätzchen. Kommen Sie morgen früh. Meine Nichte wird da sein. Sie ist viel schneller als ich. Jetzt muss ich abschließen. Nochmal anquatschen? Wissen Sie, dass all diese Leute, die ich genannt habe, ermordet wurden? Heute könnte wieder jemand sterben. Nicht ausgeschlossen, dass ich auf diesem Mikrofilm etwas finde, das mir hilft, den Mörder zu finden oder das potenzielle Opfer zu schützen. Also, ich bin schockiert. Es ist Abend. Ich bin fertig mit der Arbeit. Ich wollte den Bus erwischen und nach Hause fahren. Aber das muss ich nicht. Später kommt noch ein anderer Bus. Ich helfe Ihnen. Okay, FBI-Mädel, Sie haben mich überzeugt. Jawohl, ihr Lebenswille ist geweckt. Wo sind diese Mikrofilme? Ich versuche sie. Na gut, die weiß ich ja, wo die sind. Neben Raum. Sie lieber Lotto, da haben Sie mehr Chancen. Wo sind Sie? Im Mikrofilmsaal auf der rechten Seite. Ich kann von hier aus alle Schubladen entsperren. Ach nein, es gibt zu viele von diesen Mikrofilmen. Es macht wirklich keinen Sinn. Hä? Sie haben recht. So werde ich sie nie finden. In der Zwischenzeit habe ich die Signatur gefunden. Hier ist sie. 01 044 86. Gehen Sie zurück in... Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Es gibt hier eine völlig andere Nummerierung. Woher hat die Bibliothekarin diese Nummer? Was hat die jetzt gesagt? Okay, zumindest kann ich jetzt keine falschen Filme rausholen. 01044 86. Es gibt hier eine völlig andere Nummerierung. Woher hat die Bibliothekarin diese Nummer? 01 1986, die hier vielleicht. Nee, auch nicht. Es gibt hier eine völlig andere Nummerierung. Woher hat die Bibliothekarin diese Nummer? Das sind alles 86er-Jahrgänge hier, ne? Das sind 87er-Jahrgänge. 88, also das heißt, ich muss... Hier fängt 87 schon an, 87. Das im Prinzip muss es hier irgendwo sein. Gucken wir mal von unten an hier. Nichts dabei. 01044. Ja. Aber das mal. Ah.
Null. Ah. Eine Schachtel. Vielleicht sollte ich sie auspacken. Es lag zu lange in dieser Schublade. Diese Archivierungsart wird bald der Vergangenheit angehören. Oh ja. Moment. Kann ich die hier einlegen oder muss ich die der Bibliothekarin geben? Ich glaube, wir müssen nochmal zu der Dame. Gefunden. Ich fange an zu glauben, dass sie auch den Mörder finden werden. Das Lesegerät befindet sich auf der anderen Seite des Lesesaals. Anderen Seite des Lesesaals? Ach, hier. Nein, das war keine gute Idee. Was? Und wenn ich es nochmal versuchen würde, nur ein bisschen anders? Was würde Nick an meiner Stelle tun? Wie oft kann man das versuchen? Das ist keine gute Idee. Okay, okay, okay. Ich werde eine Spule brauchen. Ach so, okay. Es ist mir gelungen, das Band aufzuwickeln. Selbst an den Spulen sparen die? Das Bild ist unleserlich. Vielleicht ist die Optik kaputt. Naja, das Objektiv fehlt. Das Bild ist unleserlich. Das Objektiv fehlt. Wo soll ich denn jetzt ein Objektiv hernehmen? Ich kann ja noch mal kurz gucken in dem anderen Raum hier für Mikrofilme. Vielleicht lag da noch was rum. Wohin konnte ich zumindest nichts anwählen, aber jetzt könnten wir es ja freigeschaltet haben. Nee. Ist aber nicht der Fall. Jetzt sollte ich die Bibliothekarin nochmal fragen. Gibt es hier keinen anderen? Im Augenblick nicht. So, die Optik ist kaputt. Ach, ich. Sie, ist das nicht ein Objektiv, das Sie gerade benutzen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das ist, aber es ist eine große Hilfe für mich. Ich habe es auf dem Boden gefunden. Das ist das Objektiv des Lesegeräts. Kann ich es wieder an seinem richtigen Platz montieren? Das ist nicht notwendig. Es ist genau dort, wo es sein soll. Sehr nützliches Gerät. Haben Sie keine Brille? Selbstverständlich habe ich eine Brille. Ich bin sicher, dass eine Brille Ihnen viel besser steht. Wirklich? Das ist aber schade. Ich weiß nicht, wo sie ist. Haben Sie sie verloren? Nein, sie muss hier irgendwo sein. Es ist nur eine Lesebrille. Verstehen Sie? Ich lasse sie überall liegen. Nun, aber wenn ich schon hier sitzen muss, erlauben Sie, dass ich mich den Papieren meiner Nichte widme? Jetzt muss ich da die Brille suchen, oder wie? Ich brauche es nur für eine... Wissen Sie, FBI-Mädel. Ja, okay. Wenn Sie meine Brille finden würden, wären zwei Probleme gleichzeitig gelöst. Ich hab's mir schon gedacht. Hier liegt sie doch. Ist ja wie so ein Wimmelbildspiel. Es ist schon lange her, dass ich bei...
Diese Sachen passen nicht zu... Hier ist Ihre Brille. Bitteschön. Wunderbar. Sie sind eine gute FBI-Agentin. Danke. Ich weiß, dass Sie gerne nach Hause gehen würden, aber ich bitte Sie noch um etwas Geduld. Ich hab's nicht mehr so eilig. Hier fühle ich mich wenigstens sicher. Ich bin gleich fertig. Kann ich dieses Objektiv haben? Ja, bitte sehr. Sehr schön. So. Das ist keine gute Idee. Ah, jetzt kommt Licht ins Dunkle. Endlich. Jetzt kann man den Text deutlich sehen. Unsere Universitätsjugend folgt den Spaniern in den Dschungel. Samuel Dickinson, Professor für Archäologie an unserer Universität, hat eine Expedition in die wilden Amazonasgebiete organisiert. Die Route knüpft an den Weg der Spanier an, den sie im 16. und 17. Jahrhundert gegangen sind, um den Schatz des letzten Inkas, Tupac Amaru, zu finden. Wird der Professor das erreichen, was die Konquistadoren nicht geschafft haben? Wird er die legendäre Stadt Akakor finden, in der sich angeblich der kostbarste Schatz der untergehenden Zivilisation der Inkas befindet? An der Expedition, die bereits nach Peru geflogen ist, nehmen teil Teilnehmerliste der Expedition von Professor Dickinson. Samuel Dickinson, Professor für präkolumbische Archäologie an der NYU, Expeditionsleiter. Alice Dickinson, Tochter des Professors, Studentin. William Warren, Assistent des Professors. Andrew Hake, Student, Expeditionssanitäter. Henry Fairbanks, Student verantwortlich für die technische Seite der Expedition. Mark Chestam, Student. Joel Tatum, Student. John Rudolph, Student. Alan Branford, Student. Noel Rages, Student. Alle Opfer haben an dieser Expedition teilgenommen. Fairbanks, Hake, Chestam, Rudolph, Tatum. Das wollte ich herausfinden. Jawohl. Kriege ich hier noch irgendwelche... Hier ist eine Notiz über ihren Verlauf. Tragödie im Dschungel. Irgendwelche Sachen mit irgendwie... Die Gemeinschaft hat einen berühmten Kollegen und Lehrer, den Archäologieprofessor Samuel Dickinson, verloren. Sein wissenschaftliches und gesellschaftliches Werk hat sich für immer in die Geschichte unserer Universität eingeschrieben. Sein letztes Vorhaben war eine wissenschaftliche Expedition nach Peru. Auf dieser Reise sollten die legendären Orte entdeckt und untersucht werden, an denen sich Inkas nach dem Einfall der Konquistadoren versteckt hatten. Während dieser Expedition verschwanden der Professor und zwei Studenten, seine Tochter Alice und Noel Rages. Im Dschungel wurde der massakrierte Leichnam von Rages entdeckt. Die restlichen Expeditionsteilnehmer, die vom Assistenten des Professors William Warren geführt wurden, haben versucht, den Professor und seine Tochter zu finden. Trotz ihrer Aufopferung und Entschlossenheit hatten die Retter keinen Erfolg. Angesichts der Bedrohung durch die Indios und den schwierigen Bedingungen mussten sie ihre Suche aufgeben. William Warren schätzt, dass die Chancen, den Professor zu finden, gleich null sind. Wir glauben, dass die Erinnerung an den Professor und seine Studenten für immer in diesen Mauern bleiben wird. Warren. Warren. Er ist im Mittelpunkt dieser Geschichte. Außer ihm ist nur noch Branford am Leben. Sind sie beide potenzielle Opfer oder ist einer von ihnen der Mörder? Vielleicht töteten sie zusammen. Oder war der Mörder gar nicht auf der Liste? Und was ist mit den unwiderlegbaren Beweisen, dass Waquero Fairbanks getötet hat? Oder sind hier zwei Mörder im Spiel? Sehr schön. Ich schreibe die Teilnehmerliste ab. Jetzt kann ich endlich gehen. Jawohl, Feierabend. Teilnehmerliste der... Ups, scheiße, nee, brauche ich jetzt nicht nochmal lesen.
Schauen Sie ihn sich im Lesegerät an. Es steht auf der anderen Seite des Lesesaals. Das ist keine gute Idee. Teilnehmerliste der Expedition von Professor Dickinson. Kann ich jetzt einfach fahren? Na komm schon. Sie bin ich ja durch hier, ne? Ich habe zwar nicht alles herausgefunden, aber ich sollte mich zumindest bei der Bibliothekarin für ihre Hilfe bedanken. Echt jetzt? Ich war doch eben gerade da. Wow. Okay. Schauen Sie ihn sich im Lesegerät an. Es steht auf der anderen Seite des Lesesaals. Hä? Bin ich doch noch nicht fertig? Ich schaue mir die Liste nochmal an. Ich bin sicher, dass es einen Zusammenhang zwischen der Expedition vor 20 Jahren und der Mordserie gibt. Nur diese Liste verbindet alle Opfer miteinander. Aber kann diese alte Tragödie die Morde erklären? Warum haben Branford und Warren verschwiegen, dass sie die Opfer schon so lange kennen? Was hält sie davon ab, die Umstände preiszugeben, die ihnen das Leben retten können? Nur wenn einer von ihnen oder beide Mörder wären, würde dieses Verhalten einen Sinn machen. Ich muss ihr Alibi überprüfen. So oder so, alle Spuren führen jetzt zu Warren. Drogen, Macquero, Expedition nach Peru. Man muss mit der Expedition beginnen. Sie ist jetzt am wichtigsten. Ich muss vorsichtig vorgehen und solange es geht, die Drogen außer Acht lassen. Okay, noch irgendwas? Okay, jetzt liest alles nochmal vor. Ich wollte halt nur sicher gehen, weil ich habe ja eben auch vergessen, den letzten Teil hier anzuklicken. Und ja, deswegen konnte ich mich bei der Bibliothekarin gar nicht bedanken. Ich danke Ihnen. Ich habe alles, was ich haben wollte. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Nur noch einen Augenblick, bitte. Hier spricht Nicole Bonnet vom FBI. Wir haben hier eine Expertin, die uns sehr viel ihrer kostbaren Zeit gewidmet hat. Gibt es in der Nähe der Bibliothek der NYU ein Polizeifahrzeug, das sie nach Hause fahren könnte? Danke. Ein Polizist wird sie gleich nach Hause fahren. Ich heiße Nicole. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Jawohl, eine Hand wäscht die andere. Wir machen aber gleich hier wieder einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge.